Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Clownies, der leitende Redakteur für Recherche bei T-Online, Lars Wienand, macht Werbung für die Markeneintragung von der Wortmarke Stolzmonat Welt. Ja, unser lieber Lars Wienand, der Mann, der immer noch an die Hetzjagden in Chemnitz glaubt, wahrscheinlich einer der wenigen letzten, teilt einen seiner eigenen Artikel auf Twitter und verbietet weiteres Kommentieren dieses Beitrages und der Artikel wird anmoderiert mit folgenden Worten. Stolzmonat und jemand hat den Begriff als Marke angemeldet. Ich habe ihn mal gefragt und musste grinsen. Der Stolzmonat wird queerer. Nach welcher Metrik denn, Herr Wienand? Machen wir doch einfach mal die Probe aufs Exempel. Wir geben einfach mal Stolzmonat als Hashtag ein und scrollen mal runter und schauen uns an, wie das hier momentan aussieht. Wie viel queere Symbolik kriegen wir jetzt hier entgegengestreckt? Wie ist die Balance zwischen Patriotismus und Queerness hier in diesem Feed, wo ich hier runterscrollen kann. Also ich sehe jetzt hier bei einem peripheren Durchschauen nicht wirklich viele Regenbogenflaggen, sondern tatsächlich eine Hülle und Fülle der Farben Schwarz, Rot und Gold. Also momentan scheint das noch nicht gezündet zu haben. Stolzmonat trendet im Netz, Influencer sichert sich rechten Slogan und kehrt ihn um. Ja, das war eine richtig kluge Aktion und hier unten können wir tatsächlich schon ein Resultat dieser Gegenaktion auf der rechten Seite bestaunen. Man hat ein T-Shirt gemacht und da steht Stolzmonat drauf, aber man hat es designtechnisch nicht so wirklich hinbekommen, dass das als ein Wort für sich steht, sondern man schreibt Stolz und darunter Monat und ein Bindestrich hätte das Design wahrscheinlich auch versaut. Okay, man tut, was man kann. Er schreibt, mit dem Stolzmonat wollen Rechtsextreme im Netz mobilisieren. Wisst ihr was, Herr Wienand ist so eine von den Personen, denen ich wirklich 1000 Euro geben würde, wenn ich mit denen eine Stunde über verschiedene Begriffsdefinitionen reden könnte. Was, Herr Wienand, ist rechtsextrem daran, wenn Leute ihren Stolz auf Deutschland ausdrücken und das mit den Farben Schwarz-Rot-Gold unterstreichen? In der Welt von Journalisten wie einem Herrn Wienand scheint es nur diese drei Pole zu geben. Apolitisch, politisch aktiv oder rechtsextrem. Ja, sie würden hier mobilisieren gegen die Solidarität mit queeren Menschen, das stimmt nicht. Auch queere Menschen können dort mitmachen. Das ist gar kein Problem, auch die sind ein Teil von Deutschland. Das könnte aber schwieriger werden, nachdem ein bisexueller Influencer mit der Marke T-Shirts herausbringt. Naja, wir haben den Feed vorhin durchgescrollt, also... Ich sehe jetzt noch nicht, inwiefern die Regenbogenfarben unter diesem Hashtag dominieren, Herr Wienand. Aber wenn Sie die Augen schließen und sich das ganz stark wünschen, vielleicht wird es dann ja doch Wahrheit. Und wir hören tatsächlich ein paar Meinungen von Fabian Grischkat, der ja, wie wir im letzten Video herausgefunden haben, zum Thema Stolzmonat, die Wortmarke Stolzmonat eingetragen hat. Er schreibt hier, Fabian Grischkat war da ein wenig erstaunt und erschrocken. Der Webvideoproduzent und Moderator tritt im Netz und auf Vorträgen für die Rechte queerer Menschen auf. An dieser Stelle mal eine wirklich aufrichtige Frage. Welche Rechte haben queere Menschen in Deutschland nicht, die andere Menschen in Deutschland sehr wohl haben? Bitte das allerbeste Beispiel zuerst. Für dieses Anliegen und zur Solidarität ist der Juni international zum Pride Month geworden. Unternehmen demonstrieren vorübergehend mit Regenbogenfarben Solidarität. An öffentlichen Gebäuden wird auch die Regenbogenfahne gehisst. Ja, Herr Wienand, es ist also mittlerweile einfach nur ein Symbol des Establishments geworden. Zu den Unternehmen, die ihre Logos verändern, sollte man natürlich auch noch eine Sache anmerken. Das tun sie komischerweise nicht bei den Accounts, die den Mittleren Osten betreffen. Machen wir doch einfach mal die Probe. Das hier ist der Twitter-Account von BMW. Okay, wie sieht denn der Account von BMW im Mittleren Osten aus? Oh, schauen Sie mal, Herr Wienand, die haben ihr Logo ja gar nicht geändert. Also was wird dadurch im Endeffekt klar? Das ist keine Toleranzbekundung, die man nach außen tragen möchte, um andere Leute davon zu überzeugen. Das ist ein klares, nach innen gerichtetes Signal, was im Endeffekt also nur dazu dienen kann, sich selbst linkspolitisches Prestige zuzusichern, Herr Wienand. Mehr nicht, Herr Wienand. Das ist einfach nur Gratismut. Und ja, auch an öffentlichen Gebäuden wird diese Fahne gehisst. Da kann man doch folgende Frage stellen, Herr Wienand. Wie unterdrückt, strukturell diskriminiert sind diese Menschen, wenn ihr Symbol auf Regierungsgebäuden als Flagge gehisst wird? Statt der Deutschlandfahne wohlgemerkt. Wie hervorgehoben und glorifiziert muss meine persönliche Bewegung sein, meine Ideologie sein, damit die Bundesregierung die offizielle Fahne dieser Ideologie auf ihren Regierungsgebäuden, vor ihren Regierungsgebäuden, an Fahnenmasten hochzieht, anstatt der Deutschlandfahne. Später lesen wir folgendes. Jetzt hat Fabian Grischkat Häme bei den einen und Verunsicherung bei den anderen ausgelöst, noch bevor in diesem Jahr der Pride Month angebrochen war und die rechte Stolzmonat-Kampagne beginnen konnte.
Naja, große Verunsicherung hat das nicht ausgelöst. Ich habe im Endeffekt eine relativ große Recherche gemacht und herausgefunden, dass Grischkat unter anderem schon für das Bewerben von verschiedenen Aktionen der Bundesregierung bezahlt wurde und dass der andere Anmelder, der hinter der sogenannten Mediaforce GmbH steht, selbst auch schon im Bundestag tätig war und zwar als migrationspolitischer Berater für einen Abgeordneten. Das ist also de facto ein Schlag des Establishments gegen diese Grassroot-Aktion. Aber naja, schaut dazu einfach mein Video. Der 23-Jährige hatte sich die Marke gesichert, mit der bislang das AfD-Umfeld Mobilisierungserfolge feiert und Geschäfte macht. Ja, an der Stelle sei eines gesagt, nein, damit werden keine großen Geschäfte gemacht. Es wurde ja mittlerweile schon die zweite Welle an Flaggen nachbestellt. 2000 Exemplare, die jetzt schon mehr oder weniger ausverkauft sind. Und derjenige, der diese Flaggen bestellt, liebe Grüße an Kaspar, der macht damit tatsächlich sogar Verlust. Also nein, es geht nicht um Geschäfte, es geht einfach nur um den Spaß. Doch Grischkat ist jetzt auch Anbieter. Zum Pride Month werden Stolzmonat-T-Shirts mit Aufdrucken wie Queer and Proud und Fotos von Ikonen der Bewegung vertrieben. Grischkat zu T-Online, Stolzmonat ist doch nur die Übersetzung von Pride Month, wieso sollten wir das nicht auch nutzen? Ja, die Frage hättet ihr euch vorher stellen sollen. Das Wort Stolzmonat haben nun mal wir geprägt und ihr habt die ganze Zeit den Pride Month gefeiert. Mit den Motiven im Shop und einem Film wird der Begriff wieder mit den ursprünglichen Ideen und Idealen verknüpft. Nein, der Stolzmonat war bisher noch nie mit den ursprünglichen Ideen und Idealen der Regenbogenszene verknüpft. Der war bisher nur damit verknüpft, dass man seinen Stolz auf Deutschland ausdrückt. Es ist eigentlich auch schon relativ interessant. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir sehen, dass tatsächlich Linke versuchen, subversiv ein Ding der Rechten zu vereinnahmen. Also, wenn auch ohne Erfolg, ist das wirklich ein Novum, was im Endeffekt einfach nur zeigt, wie stark diese Aktion bisher läuft. Da kann man keine Gegenaktion entgegensetzen, wie den Pride Month, der weltweit von Konzernen und Regierungen gepusht wird. Nein, man muss jetzt versuchen, dieses Wort wieder für sich zu claimen. Und das zeigt im Endeffekt, wie stark man in dieser Frage unterlegen ist. Und ich gehe jetzt mal an der Stelle auf die Meta-Ebene. Es ist halt auch einfach lächerlich. Das ist einfach nur ein Hashtag, der einen Monat lang auf Twitter trendet und ein paar Leute sagen, sie sind stolz auf Deutschland und posten lustige Memes. Das Establishment hat so eine Angst davor, dass Leute stolz auf Deutschland sind und das verbunden mit einem Hashtag auf Twitter pushen, dass man da wirklich Schritte gegen unternimmt. Das sagt schon einiges über die Herrschenden der heutigen Zeit aus, meine Freunde. Zum anderen sagt es aber auch aus, dass man eine riesige Aversion dagegen ausgebildet hat, wenn Menschen, die nicht zu ihrem progressiven Lager zählen, sich dazu erdreisten, selbst kulturprägend abseits ihrer Weltsicht tätig zu sein. Sie wissen um den Wert von Kultur, ja auch Linke wissen das, denn sie kann Menschen formen. Und das darf gerade im Internet nicht zugelassen werden. Denn genau auf diesem Feld liegt man eben weit zurück. Jeden anderen kulturprägenden Bereich hat man erfolgreich im Sinne des Marsches durch die Institution sowieso schon mehrheitlich vereinnahmt. Aber im Internet sieht das anders aus. Und wenn etwas bricht, dann bricht es eben, und das wissen auch Sie, an seiner Schwachstelle. Daher nimmt man auch einen Hashtag und ein paar Flaggen und ein paar Memes ebenso ernst. Es besteht nämlich die Gefahr, dass Menschen sich über ihre Doktrin heraus vereint fühlen, dann noch im Sinne von Deutschland, der Nation. Und da kann man nicht garantieren, dass dies im eigenen Sinne geschieht. Der Stolzmonat soll damit nicht mehr Domäne derjenigen sein, die sich gegen den Pride Month richten. Die Adresse stolzmaus.de lieferte allerdings zum Start eine Fehlermeldung. Auch in diesem Satz steckt eigentlich schon relativ viel, die sich gegen den Pride Month richten. Da machen sich Leute stark für eine Sache, und zwar für ihren Nationalstolz, das wird man ja wohl noch dürfen, und gleichzeitig wird es aufgefasst als ein gegen den anderen richten. Man sieht das also als Angriff, dass Leute nicht bei der eigenen Aktion mitmachen. Ja, dann macht doch mal bessere Werbung für eure Aktion. Dann müsst ihr euch doch darüber keine Sorgen machen. Da macht halt keiner mehr mit. Schade. Wir lesen weiter. Bei den Strippenziehern des rechten Stolzmonat ist die Anmeldung am Donnerstag aufgefallen. Vermutet wird dort vielfach auch von linken Accounts bislang, dass nun die rechten Anbieter für die Nutzung abgemahnt werden sollen. Darum geht es uns nicht, sagt Grischkat. Ach so, darum geht es ihm nicht und deswegen hat er sich die Wortmarke gesichert, weil es ihm nicht darum geht, andere Leute, die unter diesem Namen Dinge vertreiben, abzumahnen. Keiner hätte diesen Mann aufgehalten, sein Merchandise, wie auch immer das aussieht, wir schauen gleich noch rein, zu vertreiben. Also ich persönlich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ich glaube ihm das nicht wirklich. Warum sonst hätte er sich denn die Wortmarke sichern wollen? Warum? Genau. Aber leider kommt einem Lars Wienand diese Frage gegenüber Herrn Grischkat nicht über die Lippen. Interessiert Sie das denn gar nicht, Herr Wienand? Grischkat sagt später, mit Attacken einiger Nutzer auf X kann und muss ich leben, aber einiges, was über mich behauptet wird, stimmt nicht. Er ist etwa kein Moderator bei Funk, dem jungen öffentlich-rechtlichen Kanal. Ja, aber er war es bis vor 3 Jahren. Von 2019 bis 2021 war Grischkat bei einer von 3 Moderatoren des zum Funk-Netzwerk gehörenden Instagram-Kanals Ozon.
Er sagt aber, ich war aber mal Gastgeber eines Formats, ich habe auch schon für das Familienministerium Veranstaltungen moderiert. Was im Endeffekt heißt also, er hat für eine Behörde des Bundes moderiert, ist also Teil des politischen Establishments. Kontakt mit Politik oder Parteien habe es aber wegen des Projekts Stolzmonats nicht gegeben, anders als bei der AfD. Ja, mit denen hat auch keiner aktiv Kontakt aufgenommen, die machen da halt einfach mit. Wie es übrigens jede Partei darf, aber komischerweise nicht macht. Geschäfte machen will er mit dem Stolzmonat nicht, anders als bei den rechten Stolzmonatverkäufen sollen alle Gewinne gespendet werden. Oh, das ist aber nett. Bei den Shirts sei das fast die Hälfte des Verkaufspreises, die komplett an die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gehen soll. Also ich meine, da muss ich fast nicht mehr recherchieren, aber ich kann es trotzdem machen. Hier seht ihr die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. Hier unten könnt ihr sehen, sie ist gefördert vom Bundesministerium der Justiz. Und bei Wikipedia können wir lesen, dass diese Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gegründet wurde von unserer Regierung. Ja, sie wird vertreten durch das Bundesministerium der Justiz. Also am Ende dient diese Gegenaktion, bei der es nicht um Gewinn geht, dem Gewinn einer Stiftung der Bundesrepublik Deutschland. Ach so. Ja, und an der Stelle schauen wir doch einfach mal rein. Hier geht es ja auf jeden Fall nicht um Gewinne, ne? Das Geld wird ja gespendet an eine Stiftung der Bundesregierung. Und was haben wir hier? Sie haben zwei T-Shirts entworfen. Zwei T-Shirts. T-Shirt Nummer 1 können wir hier sehen. Wir sehen drei Personen, die mir persönlich nicht bekannt sind. Preis 40 Euro. 40 Euro für ein T-Shirt. Und dann haben wir noch das andere, relativ schnell hingerotzte T-Shirt. Stolzmonat steht hier wieder drauf. Wieder nicht in einem Wort. In einer Schrift, die man nicht auf der Straße erkennen kann. Selber Preis, knappe 40 Euro. Alter, ist das dreist. Also ich meine, wenn du mit dem T-Shirt auf der Straße rumläufst, wer denkt sich dann, oh, Stolzmonat, aber nicht so wie die anderen. Das kann doch keiner lesen beim Vorbeigehen. Wenn aber jemand eine Stolzflagge vom Balkon runterhängt, dann sehen das Hunderte pro Tag. Und die werden sich schon wundern, was ist denn mit dieser Flagge los? Also, man hat einen Versuch gestartet. Wir sehen, er erlangt auf Twitter leider keinerlei Dominanz. Hier unten haben wir noch andere Produkte. Zum Beispiel ein spottbilliges Stickerpack für 5 Euro für 10 Sticker, auf denen draufsteht Uganda GmbH und Co. KG. Ja, damit holt man die Leute bestimmt wieder zurück auf seine Seite. Ja, da gebe ich doch gerne 5 Euro für aus. Und abseits davon auch so ein Button hier. 10er-Pack auch für 5 Euro. Be queer, do crime. Also man soll queer sein und Verbrechen begehen. Das ist ja mal eine sehr fröhliche und einladende Botschaft. Ja, bemerkenswert finde ich an der Stelle, dass Herr Wienand keinerlei Antworten unter seinem Post, wo er diesen Artikel bewirbt, zulassen möchte. Leute posten im Endeffekt einfach nur wieder ein paar Memes und Herr Wienand antwortet mit den T-Shirt-Motiven, die zum einen schlecht designt und zum anderen schwer lesbar sind. Und hier wird Herr Wienand nochmal darauf hingewiesen, dass der Stolzmonat auch Homosexuelle inkludiert. Die gehören natürlich auch zu Deutschland. Aber Herr Wienand antwortet wieder mit den T-Shirt-Motiven. Dieser Mann tut, was er kann, aber es gelingt ihm leider nicht. Also, was haben wir erfahren? Fabian Grischkart hat die Wortmarke einfach nur so angemeldet und nicht um irgendwelche Leute abzumahnen, womit immer noch die Frage nach dem wahren Grund im Raum steht. Herr Wienand fragte aber nicht nochmal nach. Ich persönlich glaube Herrn Grischkart nicht, dass das nicht in böswilliger Absicht geschehen ist. Nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, dass die Mediaforce GmbH, mit der er ja auch in Verbindung steht, auch die Wortmarke Stolzmonat eingetragen hat und die auf ihrer Seite relativ klar formulieren, was ihr Ziel ist, und zwar eine sogenannte Diskursverschiebung in die demokratische Mitte, also weg von unangenehmen Themen, über die nicht im Fernsehen geredet wird. Inwiefern können sich dann überhaupt die Motivation von einem Fabian Grischkart und der Mediaforce GmbH überhaupt voneinander unterscheiden, wenn die Mediaforce GmbH einen Fabian Grischkart unentgeltlich in seiner Arbeit unterstützt? Ich mutmaße immer noch, es ist in böswilliger Absicht geschehen. Es gibt keinen anderen Grund, das zu tun, denn seine T-Shirts, die könnte er auch so verkaufen. Und wir erfahren, dass die Erträge dieser T-Shirt-Verkäufe von T-Shirts, die keiner lesen kann, wiederum in die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld fließen, die wiederum vom Bundesjustizministerium vertreten wird. Was wir also erleben, ist der klägliche und längst gescheiterte Versuch, sich durch Subversion, durch Sicherung der Wortmarke, das Wort Stolzmonat wieder für sich zu claimen und die Gewinne daraus wiederum einer Stiftung zukommen zu lassen, die Teil der Bundesrepublik Deutschland ist. Also im Endeffekt einer Stiftung der Bundesregierung im Justizministerium Geld zukommen zu lassen, dadurch, dass man versucht, diesen Hashtag subversiv zu unterwandern und damit den Stolzmonat zu hemmen, was bis jetzt nach allen Regeln der Kunst gescheitert ist. So viel also dazu, meine lieben Freunde, der Stolzmonat geht ungehemmt weiter, ein bisschen Stolz schadet somit also nie und f*** PC.